So, da sind wir auch wieder hier schön am Freitag. Wir haben endlich Wochenende. Und vielleicht kommt jetzt gleich ein Kettensägen-Typ. Das wäre natürlich irgendwie lustig. Solange man sich nicht erschreckt. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommt er. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Rücken. Okay. Da lang. Ja, wir gehen einfach mal. Ne. Da hoch. Komm, Schosse. Okay. Da. Das wäre eine Kill. Uiuiui, das war aber. Leuchtfackeln. Finderlohn. Oh, das gibt. Da kam leider gerade aus Versehen mein Vater rein. Machen wir das dann macht's weg. Jo. Ja. Aber das jetzt gebracht hat, ich glaube nix. Ah, obwohl. Ich komme ja jetzt irgendwie von hier aus. Da drauf. Und öpp! Nein, nein, das geht nicht. Das geht, das sieht aus, das geht, komm. Nein, okay, ich glaube, ich erwarte zu viel von dem Spiel. Aber wo denn dann lang? Dann laufen wir mal wieder zurück. Weil der Typ hat keine Ausdauer. Gehen wir mal da lang. Yay. Ohne nachladen. Schneller nachladen. Oh, ich will gerade ausweichen. Gut geregelt. Jetzt ist mal gut, ja. So. Das Ding erstmal angemacht hier. Jagdgewehrmunition, Revolvermunition. Na, wo seid ihr? Weg seid ihr. Da seid ihr ja.
Ich glaube, gleich kommt der Kettensägen-Typ. Jagen kann der Lebensmittel schmecken. Aber auch präzise werfen die Leute. Ich habe ausgewichen. 100% habe ich ausgewichen. So, die haben auch alle getötet. Und weiter. Das ist eine Gießkanne. Ich glaube, da kann ich mit nichts anfangen. Oh. Alter, wie schlecht war das denn jetzt von mir? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ja, wo ist er? Ich weiß, dass man da runterfallen kann. So, die haben wir wieder getötet. Nachgeladen, dann wird jetzt einmal der Jagdgewehr raus. Ich würde schon wieder Jägergewehr sagen. Das will ich mal testen. Ah. Das gibt nur einen Hit. Das ist nicht cool. Doch, in Ordnung. So, one hit. So, jetzt versuche ich mal nicht da durchzufallen. Wir gucken erstmal hier. Hier ist aber nichts. Nö. Ah, E drücken. Okay. Ist da irgendwas? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum mache ich so eine Aktion hier schon wieder? Okay, da kommen wir rein. Sieht hier nicht gerade einladend aus. Revolvermunition. Und weiter hoch. Machen wir doch mal weg. Ah, okay. Gehen wir erstmal hier hin. Da ist was. Ein Manuskript. Dann lesen wir mal. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ah. Und jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Weiter hoch. Da kommt man echt. Ah. Wollte ja nicht immer springen. Noch ein Manuskript. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders. Als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Okay. Das ist aber ein dicker Fleck. Na komm. Okay, lädt sich ja eh wieder auf. Leuchtfackeln nehme ich immer gerne. Ah.
Mal gucken, wie viele Thermoflaschen ich jetzt schon gesammelt habe. Das war bei Statistiken. Siebzehn von 100, ja. Geht ja. Alle 100 werde ich zwar nicht schaffen, weil ich bestimmt jetzt dann schon ein paar vorbeigelaufen bin, aber. Ich gebe mein Bestes. So, dann sind wir hier oben. Zack. Ich habe nur den komischen Fleck weggemacht, nicht? Da ist nichts. Gehen wir mal weiter. The Darkness. Vorsicht vor losen Ästen! Headshot. Jetzt gehen wir mal da rein. Von da aus komme ich nicht. Da liegt ein Manuskript mal wieder. Okay, gehen wir rein. Nonnenjagdgewehr. Das ist ja nett. Ist hier noch irgendwas? Nein, kann ich ja von hier oben aus lesen. Das schaffe ich. Okay, ich hab mich nicht. F5. Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten. Zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Oh. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, hier. Immer ruhig, Lars. Immer ruhig. Auf mal weiter. Bis zum nächsten Kontrollpunkt. Dann ist, glaube ich, schon wieder Ende. Darüber. Warum mache ich mir denn immer so schwer? Ja, das Springen ist ja mal kacke gemacht, ey. Alles cool. Halten die aus. Oh, da war keine gute Idee. Ich habe gerade, ich habe noch. Keine Batterie mehr, keine Batterie mehr, keine Batterie mehr. Komm, schaff ich. Uff, das war aber knapp. Ich wollte eigentlich zu den Rennen und so eine Leuchtkanone ranmachen. Aber ich hatte keine mehr. Ich bin gleich da. Kontrollpunkt erreicht. Das Baum umkippt und umgekippt und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und freut euch auf morgen. Ciao.